Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Ja, ich bin hier unterwegs, schon fortgeschrittener Stunde. Bisschen Ton sammeln und dachte mir, dann nehme ich auch noch ein paar Bärenbrocken mit. Da fiel mir wieder ein, dass wir beim ersten Versuch das Skelett nicht gefunden haben. Ja, tata, da ist es. Ich mache es mal im Licht. Ist also hier direkt zwischen der Kassette und diesem Elektroanschluss. So, einmal ganz kurz. Foto aufnehmen war T. Alles klar. So, ich hoffe, wir haben noch Platz im Inventar. Haben wir. Wandert da zum Glück nicht rein. Aber hier. Compliance-Abzeichen. Abzeichen eines Unternehmenswissenschaftlers, der Zugang zu seiner Arbeitsabteilung gewährt. So, das hat natürlich was. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir uns schon im Dunkeln zurück. In der Hoffnung, dass uns keine weiteren. Wie viele Bärenbrocken habe ich jetzt? 11. Naja, gut. Dann haben wir das Geheimnis nämlich auch gelüftet. Das wollte ich jetzt nicht offline machen. Dann heißt es einmal Retour. Ja, essen müssen wir dringend. Ja, im Teich war ich noch nicht. Ich habe, wie gesagt, vorrangig erstmal Gras, Ton und diese Bärenbrocken sammeln wollen. So, jetzt haben wir auf dem Rückweg natürlich die Situation. Ich glaube, wir gehen besser hier lang. Auf dem Hinweg kann ich uns ja schön über unseren Steg da lotsen. Klappt auf dem Rückweg natürlich nicht so berauschend. Mit den Bombardierkäfern und den Spinnen da. Von daher gehen wir hier mal querfeldein. Zweimal Ton liegen, dann müssen wir die auch mitnehmen. Der ist nie weg. Wir brauchen zwar jetzt noch nicht so viel Puppen, bislang haben wir erst zwei Rüstungen, aber. Abendessen. 39 von 40 Plätzen. So, nun müssen wir mal. Scheiße. Wo genau bin ich und wo laufe ich hin? Ich muss ja viel weiter dahin. Moskitos ist schlecht. Attacken.
kriege ich nicht mehr mit. Das ist natürlich doof. Ja, das ist den einen Saft hier. Und das eine Kieselchen. So, jetzt aber eben einmal, damit das hier nicht in Quatsch ausartet. Wir wollen ja. Wicken platzieren. So, da wollen wir hin. Wahnsinn, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich nun gerade gefühlt 10 bei dem Skelett da bekämpft. Und die sind nicht ohne. Es heißt zwar hacken. Moment, du bist ein Marienkäfer. Mit dir lege ich mich noch nicht an. Ich brauche zwar bald auch deine Teile, aber... Euch habe ich jetzt gar keinen Bock. Wir sind hier. Die Scheißkatze. Wie sind sie losgeworden? Das hat ja schon mal was. Wissen, wo wir sind. Ja, die Eicheln, das ganze Gras hier schon wieder nachgespawnt. Dann sammeln wir noch mal im Auf, was hier noch so rumliegt. Solange es hier noch rumliegt. Dann essen, essen machen, erstmal schlafen. Und dann werden wir uns nochmal im Teich versuchen. Die restlichen Knochen finden. Zumindest erstmal für den Blasenhelden, weil dann wird hier alles ein bisschen simpler. So, was fehlt hier eigentlich noch? Zwei Eichelschalen. Nicht anzünden, aber naja, gut. Lassen wir das. So, erstmal ausleeren hier. So ist doch besser. Dann gucken wir mal rein zum Inhalieren, hätte ich fast gesagt. Zum. Na, ich komme nicht drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Haben wir nix. Also ab in die Falle. Hervorragend. So, und dann würde ich gleich gerne direkt
hier mal zwei von diesen Püppis aufstellen wollen. Sehr schön, dann können wir nämlich unten die... Was war das? Kuscheligkeitslevel 1. Kaminherd, Kaminschornstein, Kaminlüftung. Okay, das kannte ich noch nicht. Aber bitte. Heimisches Dekor und warme Räume erhöhen deinen Kuscheligkeitslevel. Verschiedene Level bieten Bonus-Status-Effekte und gewähren mehr Baurezepte, um die Stimmung weiter zu heben. Ja. Ich kann mich da jetzt, wie gesagt, nur wiederholen. Das war mir neu. So, Essen, Trinken. Ja, da lege ich natürlich nochmal Hand an, wobei, wenn ich das nachher gegen Pilzwände ersetze, sollte das, glaube ich, von alleine wieder gut sein. Denn jetzt die Kleerüstung. Da. Ach, Eichelrüstung haben wir auch schon, ja. Ja, die verrottete Bienenrüstung auch, dann können wir eigentlich gleich noch eine Puppe bauen. Kleidung, das nehmen wir jetzt hier alles mal raus. Ein bisschen Sortierung reinbekommen. So, dann fangen wir hier mal mit der Kleerüstung an. Rüstung. Ja, wie gesagt, dann platzieren wir halt doch noch einmal eine. Ist ja jetzt nicht das große Hexenwerk. Ich komme nicht an den Ton. Das ist schade. Zu weit weg. Halt, getrunken hast du noch nicht. Mein Freund. So. Ja, dann lasst uns doch hier so eine kleine Vorratskiste bauen. Das müsste hier sein. Und da packen wir jetzt erstmal die Einzelteile rein. Das wollen wir gleich verwenden, das bleibt hier, aber die beiden. Da packen wir dann auch erstmal die Amulette rein. Ich glaube, da haben wir auch schon irgendwo eins von rumfliegen, aber lassen wir gut sein für jetzt. Ja, ich habe die Slots dann nochmal so umgestellt, dass wir auf diesem Slot jetzt, ich sag mal, Normalkampf haben.
hier abbauen und hier habe ich jetzt Unterwasserkampf einmal neu eingestellt. Dann würde ich sagen, dass wir uns das Kiemenrohr ausrüsten und die Flipflossen ausrüsten. Und dann probieren wir unser Glück nochmal. Der ist sehr langsam. Das ist wieder nicht die richtige Stelle hier. Weil kriegen wir jetzt Sauerstoff. Warum übersehe ich diese Stelle denn immer? Nein, wir müssen viel weiter nach da. Wo ist unser Steg? Da. Der T-Rex ist doch jetzt auf der Karte markiert. Dann setzt ihr. Ja, ich bin fast da. Nee. Knapp. So, Orientierung. Nö, das will diese Folge wohl nicht. Jetzt haben wir ihn. Ja, dann machen wir auch noch ein bisschen.
war das hier ja. Für die Katz. Da haben wir doch endlich mal wieder zwei sogar gleich, sehr schön. Wo ist der zweite geblieben? Oder war das nur einer? Ich glaube, wir sterben. Nein. Ja, da fehlt mir noch das Timing. Na gut, wenigstens markiert uns der Rucksack jetzt wieder den Weg. Dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Wir haben drei Knochen gesammelt. Einen haben wir hier, das heißt, einer fehlt uns noch. Ja, in der Hoffnung, dass wir es in der nächsten Folge schaffen, bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid. Bis dahin.